Hey Mann, schön, dass wir da bist hier am Donnerstag. Heute geht es um das Thema Frauen beeindrucken. Ich will dir zeigen, weil du hier gesucht hast, Frauen beeindrucken, deswegen hast du auf das Video geklickt. Ich möchte dir zeigen, warum Frauen beeindrucken die komplett falsche Herangehensweise ist und was du stattdessen besser machen solltest, wenn du wirklich die Frau beeindrucken willst. Also, warum ist Frauen beeindrucken die falsche Herangehensweise? Frauen beeindrucken kommuniziert einfach, hey, ich fühle mich selbst noch nicht wertvoll genug, ich muss irgendetwas Zusätzliches tun, um die Frau zu beeindrucken. Also du hast das Gefühl, du musst dich extra wertvoll darstellen, du musst extra spezielle Dinge machen, damit die Frau denkt, hey, das ist ein cooler Typ. Und das Problem damit ist, dass du vom Grund auf das Gefühl haben solltest, hey, ich bin ein Typ, der gut genug ist für Frauen und der wertvoll ist für Frauen. Deswegen will ich dir an dieser Stelle keine Tipps geben, wie du Frauen beeindrucken kannst, sondern es geht vielmehr darum, wie du ein attraktiver Mann werden kannst, wie du ein Mann werden kannst, der sein Leben in die Hand nimmt, der sein Leben genießt und dann bist du anziehend auf die Frauen, dann wirkst du attraktiv auf die Frauen und dann musst du dir keine Minute mehr Gedanken darum machen, wie du sie beeindrucken kannst. Denn wenn du eine Frau beeindrucken willst, dann heißt es natürlich immer, dass du gucken musst, hey, was würde diese Frau denn gut finden? Was könnte ich denn sagen, damit diese Frau sich denkt, wow, das ist aber echt ein cooler Typ. Das heißt, diese Sachen, mit der du die Frau beeindrucken willst, das sind nicht mal unbedingt Teile von dir, sondern das sind Sachen, die du nach außen hin projizieren musst. Du musst sagen, hey, die Frau mag das und das, der Frau würde das und das gefallen und jetzt werde ich das vielleicht auch sogar vorspielen, um sie ja zu beeindrucken. Statt einfach du selbst zu sein, statt zu dem zu stehen, was du bist und du selbst zu sein und die Frau zu beeindrucken mit der Persönlichkeit, die du an sich darstellst. Also das kommt einfach vom falschen Punkt aus. Überleg dir nicht, wie kann ich eine Frau beeindrucken, sondern überleg dir immer, wie kann ich zu der besten Version meiner selbst werden. Und wenn du zu der besten Version deiner selbst wirst, dann wirst du automatisch Frauen beeindrucken. Aber dann tust du es nicht, um die Frauen zu beeindrucken, sondern du tust es für dich selbst. Du tust es, um dich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist der wichtige Punkt. Also dieses Konzept Frauen beeindrucken ist ein bisschen schwammig und hinkt einfach ein bisschen hinterher und vergiss es einfach vollkommen. Schau nicht nach, wie kann ich Frauen beeindrucken, was gibt es da für Tipps, sondern überleg dir, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mein Leben noch geiler finde, dass ich mich in meinem Leben noch wohler fühle und dann wirst du niemals in deinem ganzen Leben Frauen beeindrucken müssen und dann wirst du auch die heißen Frauen bekommen können, die du dir wünschst. So einfach kann das nämlich sein. Also vergiss einfach dieses ganze Frauen beeindrucken Thema und mach dir immer klar, du willst dich auch zum Beispiel nicht für eine Frau verändern. Du willst dich nicht für eine Frau verändern, um sie zu beeindrucken, denn wenn du dich für eine Frau veränderst, dann wird sie dich als schwachen Mann sehen, dann wird sie dich als schwachen Mann sehen müssen, denn nur ein schwacher Mann würde sich für eine Frau verändern und deswegen verändere dich niemals für eine Frau, wenn du möchtest, dass die Frau sich weiterhin von dir angezogen fühlt. Ja? Und sich für eine Frau verändern, das ist ja genau das. Sich für eine Frau verändern, Frau beeindrucken. Ja? Um die Frau zu beeindrucken, musst du dich unter Umständen verstellen, verändern, Dinge vortäuschen, die vielleicht gar nicht so sind. Lass das auf jeden Fall bleiben. Das wird deinen Erfolg mit Frauen eher verringern, als ihn zu erhöhen. Arbeite einfach daran, der attraktivste Mann zu werden, der du persönlich werden kannst. Und dann wirst du dich für Frauen nicht mehr retten können. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Unten in der Ecke habe ich was Neues für dich, nämlich ein gratis Flirt-Dokument mit den drei besten Anziehungsschaltern. Das kannst du dir vorstellen wie so einen Lichtschalter, den du umlegst und wo dann automatisch bei der Frau Anziehung dir gegenüber entsteht. Wenn du diese Schalter kennst, kannst du eben Frauen bedeutend schneller für dich begeistern, kannst du Frauen bedeutend schneller, kannst du die Anziehung dir gegenüber erhöhen, wenn du einfach diese Schalter kennst und sie benutzen kannst. Du kannst dir das Ganze da unten downloaden, da ist der Link. Hier unten kannst du den Channel abonnieren und oben geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wie immer kommt das nächste Video am Samstag. Ich freue mich auch, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.